Ich möchte eine Runde haben, wo ich nicht zerteamt werde. Willkommen hier zu einer neuen Folge Hardcore Games, und zwar bin ich heute der Snake Kid. Mit Snake könnt ihr Gegner schlagen und sie damit verlangsamen, das heißt, ihr bekommt den Slowness-Effekt. Und es gibt also somit einen wunderbaren PvP-Vorteil, halt ein ziemlich cooles Kit, welches ich damals zu MCPP-Zeiten sehr oft und sehr gerne gespielt habe. Aber hier auf Simperg ist es halt so, dass man halt meistens Anti-Team-Kits spielen muss, wenn man Solo spielt. Da es ja einfach so viele Teams gibt, ich habe bis schon, glaube ich, die sechste oder siebte Runde, die ich versuche aufzunehmen. Ich wurde einfach in jeder Runde zerteamt. Das ist halt auch langweilig, wenn ich irgendwie am Anfang 5-6 Minuten Eisen farmen, nur um dann irgendwie mal ein Team mit Steinschwertern zu zerlegen, die dann wahrscheinlich auch noch ihr ganzes Inventar voller Suppen haben und mich dann trotzdem töten können. Das ist natürlich dann nicht so schön. Aber es ist zum Glück nicht immer so. Das ist irgendwie nur heute so. In den letzten Tagen, ich habe jetzt fast jeden Tag gestreamt, und da wurde ich halt fast nie so wörtlich zerteamt. Da hatte ich ja meine eigene Gruppe, ne? Nee, aber in den letzten Tagen habe ich echt fast jeden Tag gestreamt, sogar jeden Tag, außer den Freitag bzw. heute. Also für mich heute habe ich nicht gestreamt, beziehungsweise werde ich nicht streamen, da ich mich auf einen größeren Livestream vorbereite. Und zwar beginnt der am Samstag, also für euch heute, um 18 Uhr werde ich live streamen auf Twitch. Einige meinten auch zu mir, ja, kannst du nicht auf YouTube streamen und so. Nein, ich streame auf Twitch, da ich das schon immer gemacht habe und jetzt nicht irgendwie auf YouTube umsteigen möchte. Obwohl es wahrscheinlich auch cool sein würde, auf YouTube zu streamen. Aber ich persönlich mag Twitch lieber und einige von euch glaube auch, zumindest zum Streamen. Und Riot Hits ist hier irgendwie mal am AFK rumstehen. Das ist natürlich, ja, habe ich mich da mal gefreut. Und also, wie gesagt, heute um 18 Uhr werde ich einen Livestream machen, wo drin ich Hackgate spielen werde, Minecraft spielen werde, generell Soup spielen werde. Vielleicht werde ich auch mal die ein oder andere Runde SG oder sowas spielen. Man kann ja mal, ich kann einfach alles spielen. Ich kann Timoja-Turniere hosten, ich kann, ja, ganz viele Sachen mit euch machen, was ihr möchtet. Ihr könnt mir auch Sachen vorschlagen in den Kommentaren, worauf ihr gerne Lust habt heute Abend. Und, ja, dann hoffe ich einfach, dass diese Vampirin hier mal zumindest stirbt. Dankeschön. Das waren doch schon mal zwei angenehme Kills. Ja, das waren diesmal keine Teams. Da konnte ich schön, da konnte ich einfach schön töten. In den letzten Tagen war es einfach gar nicht so schlimm. Also da waren kaum Teams da, aber heute, oh Mann, da waren 6 Runden hintereinander, waren einfach nur Teams da. Ich weiß nicht, woran das heute liegt. Heute ist Freitag, aber irgendwie, keine Ahnung. Und hier ist schon der liebe Classic Julie. Mal schauen, was der junge Mann macht. Der läuft auf jeden Fall erstmal weg. Das da hinten ist wahrscheinlich sein Teammate wieder. Nee, der läuft auch weg. Ja gut, dann ist er natürlich Grappler. Das ist natürlich schön. Ich mag Grappler. Die laufen immer direkt weg. Und der dort hinten? Ich glaube, ich habe hier so einen Skelett-Spawner gehört. Kann das sein? Das kann sogar echt sein. Und ich habe 4 Eisen bekommen. Okay, Jungs, dann gehe ich mal ganz kurz weg und mache mir da hinten ein Eisenschwert. Solange mich die Jungs da hinten im Dingens nicht angreifen. Es ist meistens so, wenn ihr Mobs unter der Erde hört, dass da ein Spawner ist. Jetzt würde ich da immer mal kurz nachgucken gehen, ob da irgendwie irgendwas ist. Und gerade war es ja so. Wenn das ein Team ist und die sich gerade Suppen machen, werde ich daran wieder hundertprozentig sterben, weil alle Teams einfach bis auf ihre letzte Suppe immer suppen können. Ich weiß auch nicht, was das ist. Aber hey, ich nehme einfach die Runde so, wie sie ist und hoffe einfach, dass ich den jungen Mann dort vorne noch ein zweites Mal überraschen kann. Und diesmal mit meinem Eisenschwert. Komm, bleib ich kurz stehen, bitte. Du musst doch bestimmt irgendwie den mal einen Baum holen. Ja, er kämpft. Aber haut was bestimmt gleich wieder ab. Ja, oh mein Gott. Ja, diesmal konnte ich ihn perfekt überraschen. Und er hatte so viele Pilze, oh mein Gott. Ich könnte jetzt natürlich zurücklaufen zum Mobspawner und mit dem Eimer dann noch rausholen, aber das ist irgendwie ein bisschen unnötig. Dass ich generell irgendwie noch nie in HG hin, zumindest nicht aus Simple HG, irgendwie an Fallschaden gestorben bin, weil hier einfach nicht so viele Towern. Zumindest nicht auf diesen 40 Spielern Servern. Da sind die meisten immer so am Handen und so. Da kann man einfach nirgendwo hochklettern und dann irgendwie runterfallen. Das funktioniert hier irgendwie nicht. Nur bei viel größeren Servern, wo halt mindestens 50, 60 Leute drauf sind, gibt es dann schon den einen oder anderen Tower. Aber hier ist auf jeden Fall mein nächster Gegner. Ich hoffe einfach, dass er mich nicht sieht. Das heißt, ich kann ihm mal ganz kurz von hinten ein paar Crits geben. Oder auch nicht. Denn im Dschungel zu kämpfen ist, wie gesagt,
Etwas eklig, aber ich habe ein Eisenschwert, von daher wird es auf jeden Fall klar, dass ich den Typen getötet habe. Übrigens habe ich mir ein Texture Pack runtergeladen, ein neues. Ich werde euch dazu mal den Link in die Videobeschreibung packen, weil ich das Pack einfach ziemlich cool finde. Da ich ja auch jetzt mit meinem neuen PC, den ich jetzt schon etwas länger habe, aber trotzdem ist er für mich noch nagelneu, kann ich halt auch bessere Texture Packs und alles benutzen. Oh, da ist einer runtergefallen. Oh, oh, ein Känguru. Wie geht es Ihnen? Oh, du fällst aber ein bisschen hoch, du. Du fällst hoch, natürlich, nein, du bist hochgefallen. So gefällt mir das doch, wenn sie nichts machen, beziehungsweise wenn sie einfach sterben. Und wenn sie mir noch eine Steinspitzhacke schenken, dann mag ich das bestimmt noch mehr. Oh, der Stomper ist aber... Der hat mich fast gestompt. Die sterben alle so schnell wegen meinem Eisenschwert. Normalerweise können die das alles supen. Ich weiß nicht, die Runde ist komisch. Der steht auch AFK rum. Warum steht denn heute alle AFK rum? Ich verstehe euch nicht. Und Legende HG ist eine Legende HD, so rum. Natürlich auch Grappler und wird gleich von hier verschwinden. Es sei denn, er haut mich in die Lava natürlich. Das ist natürlich dann nicht so cool. Ich komme hier gar nicht raus. Ich komme hier echt nicht raus. Wie geil ist das denn? Ich bin so dumm. Ja, nochmal mache ich den Fehler nicht, mein Junge. Nochmal mache ich den Fehler nicht. Guck, ich brenne doch sogar. Warum kämpfst du denn nicht gegen mich? Denkst du auch, ich mache das jetzt nochmal, oder wie? Nee, jetzt brennst du nämlich. Genau. So habe ich es natürlich viel lieber. Jetzt wird er gleich seinen Grappler nehmen und abhauen. Tschüss. Weil wäre ich daran gestorben, ne? Das wäre ja so peinlich gewesen. Zumindest an der Lava. Weil er ist halt eine richtige Legende, Jungs. Wenn er keine Legende ist, wer sonst? Er denkt auch, dass ich halt das nochmal mache. Das ist halt... Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Och, warum ist er denn nicht in der Lava geblieben? Oh, oh. Tja, mein Freund. Bist du doch in der Lava und nicht ich. Okay. Er tötet einfach alle. Er hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moment mal. Der hat gerade einfach... Was? Der hat einfach einen Tower oder so ausgeschaltet und dadurch habe ich halt gewonnen. Und ich kenne halt Elias schon etwas länger und ich wollte dem halt gerade sagen, ja, du kannst den Win haben und so, weil er einfach so 1000 Leute auf dem Tower da irgendwie tötet und eh eine Diamantaxe hat und eh gegen mich gewinnen würde, aber was ist da denn passiert? Jetzt habe ich einfach dadurch gewonnen, weil er einfach dann vom Tower runtergefallen ist. Ey, der hat 50.000 Menschen damit getötet. Na gut, Viking und eine Diamantaxe ist natürlich, ja, das Overpowerste, was es so gibt, wenn die keine Rüstung haben. Aber hey, dann vergesst nicht, heute Abend um 18 Uhr ist ein Livestream von mir. Dann dient das Video halt nur so als kleine Ankündigung. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Haut rein. Ich hoffe, man sieht sich heute Abend. Und ja, bis dann. Und tschüss.